Wie ist das da im Feld gewesen? Haben da alle getobt oder sind das nur ein paar gewesen? Ja, also sind in den Mitte 90er Jahren bis Ende 90er Jahren bis 98 sind sicher nicht nur ein paar gewesen, sind mehr gewesen, aber auch nicht alle. Also es sind ziemlich viele gewesen. Okay. Und wie ist das im Feld gehandhabt worden? Hat man da drüber geredet? Hat man das von den anderen Frauen gewusst oder sind das nur Vermutungen gewesen? Also man hat relativ viel gewusst bis zum Dopingskandal 98, wo Festina war. Und man hat dort eigentlich ein bisschen darüber geredet, weil man hat wohl gewusst, dass dort mal EPO verboten war, aber man hat genauso auch gewusst, dass es überhaupt keinen Nachweis gibt. Also Dopingverwandter könnte ich gar nicht herausfinden. Und nachher war auch das Problem, das Medikament, das hat so einen enormen Leistungsschub gebracht, also, dass man ohne eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Wie war das bei Ihnen persönlich gewesen? Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich lange ohne Doping gefahren sind und dann aber auch nachgegeben haben. Wieso? Ja, ich glaube, ich war ein typischer Fall gewesen. Hätte eigentlich jeder gerne ohne Doping weiterfahren wollen. Aber irgendwann ist einfach die Chance, oder hat man ohne keine Chance mehr gehabt, weil einfach die Medikamente und die haben so einen Leistungsschub gemacht, dass man dann im Prinzip vor der Wahl war, entweder gewinne Rennen und kann weiter Profi machen, muss aber dopen. Oder man hört auf, will er fahren. Oder ja, man probiert es ohne Doping, aber dann hat man keinen Erfolg mehr. Und nachher hat man nach einem Jahr ist man draußen. Oder man nimmt dann keine Mannschaft mehr, weil man erfolglos ist. Okay, jetzt, wo eben da der Lance Armstrong so vielleicht auch ein bisschen das grosse Opfer ist von dieser ganzen Angelegenheit, ich meine, eben, es hat fast alle getobt wahrscheinlich. Haben Sie das von ihm selber? Sie sind ja noch mit dem gefahren. Hat man das von ihm dort mal gewusst? Nein, gewusst hat man es nicht. Aber man hat es in den Anfängen, als er angefangen hat, hat man eigentlich vermutet. Oder nein, man hat nicht vermutet, wer getobt ist, aber man hat gewusst, wer nicht getobt ist. Und das sind relativ wenig gewesen. Wieso hat man da nicht einfach mal untereinander abgesprochen, hören wir doch alle auf oder irgendetwas? Hätte man das nicht können? Ja, da hätte man schon können. Das Problem ist, wenn man weiss, der andere könnte dopen und vielleicht ist er dopt und dann hat er einen Vorteil, dann ist man nicht mehr sicher und dann fängt man selber auch wieder an. Weil man hat ja immer das Gefühl, wenn man das Rennen nicht gewinnt, dann hat der andere, der hat irgendetwas, weil er besser ist. Weil ich habe ja auch das Maximum gemacht, um zu gewinnen. Und wenn ich gleich nicht gewonnen habe, kann es ja fast nicht sein, dass ein anderer besser ist. Also vermutet man, dass der irgendwie auch dobt und dann fängt man auch wieder an. Trotzdem jetzt eben irgendwie, es hat keine Lösung gegeben. Heutzutage habe ich das Gefühl, würde es ein bisschen anders aussehen, aber irgendwie sträuben sich alle wirklich gegen eine Lösung, die dann auch vorheben. Jetzt wird ja darüber diskutiert, eben im Armstrong sind ja seine Tour de France Titel aberkannt worden. Jetzt wird ja darüber diskutiert, oder jetzt wird die UCI ist am Überlegen, wie man die Titel soll vergeben soll. Haben Sie das Gefühl, da hat irgendein anderer den Titel verdient? Kann man da überhaupt noch einem anderen geben? Nein, also das wäre das Beste, was wir machen würden. Wenn sie schon die Titel aberkennen, dann soll keiner nachrutschen, weil ich traue keinen von denen, die noch nachrutschen würden. Also, und von selben her, also ich bin mal noch Tour de France dopingfrei gefahren, vielleicht hat niemand Tour de France mal noch gewonnen. Oder? Nach dem Karriereende haben Sie all das Doping-Zeugs zugegeben, haben sogar ein Buch geschrieben, oder? Ist das? Ja, ein Kapitel. Oder ein Kapitel, genau. Ja, Sie haben offen darüber geredet. Hat das für Sie Konsequenzen gehabt im Nachhinein? Also sind Ihnen da auch Titel aberkannt worden oder Preisgelder eingezogen worden oder ist da nichts passiert? Nein, bei mir ist eigentlich nichts passiert. Hat mich, oder erstaunt mich im Nachhinein eigentlich auch. Aber von selben her, ich wäre auch dagegen gewesen, wenn mir etwas aberkannt worden wäre, weil ich habe Rennen gewonnen, wo ich dopt war, aber wo ich ziemlich sicher weiss, dass die 10 Nachfolgenden das Gleiche genommen haben. Also von selben her bin ich eigentlich froh, dass mir nichts aberkannt worden. Wie war das mit den Fahrern, die Sie da etwas ausgepackt haben? Sind da auf Sie zugekommen und böse geworden? Oder hat es da... Ja, hat es da Leute gegeben, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie so viel über das geredet haben? Also ich weiss, dass es Leute gegeben hat, die sich darüber aufgeregt haben. Ich weiss aber eigentlich auch von vielen anderen, dass sie eigentlich froh waren, dass jemand mal darüber geredet hat. Und es war ja so, als ich im Jahr 2000 darüber geredet habe, habe ich im Prinzip erzählt, wie es mir gegangen ist
von A bis Z. Und ich glaube, da haben sich sehr viele Fahrer können identifizieren mit dem, weil es ihnen genau gleich gegangen ist. Weil jeder Fahrer ist eigentlich gegen Doping und wirklich irgendwie gezwungen zum Mitmachen. Woher haben Sie denn das Doping gehabt? Ist das über den Teamarzt zu Ihnen gekommen? Haben Sie sich das selber irgendwie auf dem Schwarzmarkt auftrieben? Oder wie kommt man zu EPO zum Beispiel? Also dort mal ganz am Anfang habe ich es vom Teamarzt bekommen. Ist mir dann aber relativ schnell zu heiß geworden, weil ich dachte, irgendwann fliegt das sowieso auf. Und dann habe ich da ganz normal im Prinzip jeder Apotheke können kaufen. Das war also absolut kein Problem gewesen. Da haben Sie keine Angst, dass es rauskommt, dass mal der Apotheker Sie erkennt und sagt, oh, die haben wir wieder gut EPO kaufen, wenn man einen Blick verzählt? Mal, also ich habe extrem oder mit einem schlechten Gewissen in die Apotheke hinein. Ich bin natürlich schon dann gegangen, wenn es möglichst wenig Leute gehabt und mich niemand gesehen hat und immer das Gefühl hatte, ja, da kennt mich sowieso niemand in den normalen Kleidern. Aber das erste Mal, als ich im Prinzip bei EPO kaufe, hat der Apotheker nachher auch noch gemeint, ja, der Sport ist auch nicht mehr so billig wie auch schon. Oder? Und von seitdem her, ja, die haben auch gewusst, was läuft und geht. Aber dort mal, sie haben relativ ring, eben, das sind ja nicht ganz billige Mittel, oder? Die haben auch relativ ring viel Umsatz können machen und haben ja nicht können sagen, nein, am Jahrmann verkaufen wir keine. Und irgendeine Großmutter, die kommt und das gleiche Mittel will, deren geben wir es. Die haben es mir ja auch müssen geben. Okay. Wie ist denn das mit Ihrem eigenen Gewissen, jetzt nicht in Bezug zum Apotheker, sondern zum Velofahren, zum Sportbetreiben, wo im Fernsehen kommt, wo Millionen Leute allenfalls schauen und Sie sind eigentlich bescheissen? Also ich habe ein sehr schlechtes Gewissen gehabt. Ich sage, mir ist sicher etwa 2 Jahre gegangen, bis ich entschlossen habe, ja, ich mache auch mit. Und das war eine harte Zeit und wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann, als ich entschlossen habe, ja, ich mache auch mit, bin ich ja überzeugt gewesen, dass alle anderen auch machen. Und dann hat das schlechte Gewissen eigentlich rapid abgenommen, weil dann habe ich für mich das Gefühl gehabt, ja, ich habe ja jetzt nur die gleichen Mittel wie die anderen. Ich bin jetzt auf dem gleichen Level wie die anderen und kann wieder fair gewinnen gegenüber den anderen. Also da hatte ich eigentlich nicht mehr grosses schlechtes Gewissen gehabt, aber vorher schon eigentlich extrem. Was haben Sie das Gefühl, wieso hat der Doping-Drive sozusagen genau im Radsport so Einzug gehalten? Es gibt ja andere Ausdauersportarten, Marathon, Triathlon und so weiter, wo ich denke, wahrscheinlich braucht man so ein bisschen die ähnlichen Voraussetzungen vielleicht. Wieso ist genau im Radsport das Thema Doping allgegenwärtig immer noch? Also grundsätzlich habe ich mal das Gefühl, dass alle Sportarten etwa gleich sind. Also da ist der Radsport keine Ausnahme. Es ist einfach so, dass der Radsport lange extreme Bemühungen gemacht hat, um den Sport sauber zu halten. Und da auch viel mehr kontrolliert hat und viel härter kontrolliert hat. Und wenn man mehr kontrolliert, gibt es halt auch mehr Skandale. Und wenn man halt in einer Sportart nicht kontrolliert, findet man nie einen Skandal raus. Also von selben her glaube ich nicht, dass einfach nur im Radsport getobt wird, sondern das ist im Sport allgemein. Okay. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich weiß nicht, wie näher Sie jetzt noch am Radsport dran sind, aber haben Sie das Gefühl, jetzt ist es besser geworden mittlerweile oder wird da immer noch kreuz und quer durchgetobt? Also ich glaube schon, dass es ein bisschen besser geworden ist, dass es mehr Fahrer hat, die super sind. Aber wenn man jetzt da alles hört, was da in der Affäre Armstrong rausgekommen ist und was die Fahrer wieder zugegeben haben, da ist es im Prinzip noch überhaupt nicht anders als zu meineren Zeiten. Die Nehmen von den Mitteln haben geändert, man muss noch mehr im Versteckten machen. Aber sonst hat nicht gross etwas geändert aus meiner Sicht. Hat denn der Radsport so noch eine Zukunft? Oder sagen wir es so, wie hat der Radsport Ihrer Meinung nach eine Zukunft? Wie kann man vielleicht gegen das Doping ankämpfen, die Fahrer sauber behalten und den Radsport so im Fernsehen behalten? Ja, es gibt eigentlich ein paar Möglichkeiten, um den Radsport sauber zu bekommen. Aber das Problem ist immer, nur der Radsport allein bringt sich nicht sauber. Und es müssen andere Sportarten auch mitziehen. Und Sportarten, die Weltrekord haben, wo im Prinzip alles nur auf Weltrekord ausgerichtet ist, die können gar nicht aufhören mit Doping.
Weil dann haben sie keine Zuschauer mehr, haben keine Sponsoren mehr. Wenn im Marathonlauf einfach alle 5 Minuten langsamer sind, dann interessieren sich die Leute nicht mehr dafür und sie haben keine Sponsoren mehr. Und erst wenn diese Sportarten eigentlich auch gegen Doping kämpfen, auch erst dann wird auch der Radsport sauber werden. Weil die Ärzte, die im Radsport waren, die haben ja nicht nur Radsportler behandelt, die haben auch von anderen Sportarten die Athleten behandelt. Und das ist sportartübergreifend. Darum der Radsport allein hat es wohl lange probiert, aber allein kann er einfach nichts machen. Haben Sie da irgendwann mal Nebenwirkungen verspürt, dass Ihnen schlechter gegangen ist? Ich weiss nur, der Marco Pantani zum Beispiel ist ja, man weiss ja nie genau, was passiert ist, aber es wird ja auch gemunkelt, dass er vielleicht am Doping können gestorben sein unter anderem. Haben Sie da mal etwas gespürt? Nein, also körperliche Beschwerden oder so habe ich absolut nie gehabt, habe ich auch jetzt noch nicht. Das ist vielleicht auch noch der Fluch, dann ist es noch schwieriger, um die Jungen davor zu warnen, weil man hat keine Auswirkungen. Ist klar, wenn man alles übertreibt und du viel nimmst, dann ist alles schädlich, aber dann ist nicht nur das Doping schädlich, dann ist wirklich alles schlecht. Und wir dort mal, wir sind als Profisportler sehr gut überwacht gewesen, auch von unseren Mannschaftsärzten her. Und von selben her bin ich eigentlich immer sicher gewesen, dass mir eigentlich nichts passiert. Okay. Dann hat es aber auch noch andere Mittel gegeben. Wie ist das dort mal gewesen? Ich gelesen, Sie haben ausschließlich Epo genommen. Hat es dann auch noch Leute gegeben, die noch viel mehr reingehauen haben und einfach sich alles irgendwie in den Körper gedrückt haben, wo geht? Oder sind die meisten wirklich einfach nur auf Epo gefahren? Ja, also ich habe mal gesagt, es gibt im Prinzip 3 Kategorien von Velofahrern oder von Sportlern. Solche, die einfach alles mit sich machen lassen und alles ausprobieren und alles machen für den Sieg. Aber das sind sehr wenige und ich sage, die hat man eigentlich kennt unter den Velofahrern. Und die sind auch alle aufgeflogen, sage ich mal. Und dann der absolut grosse Teil, der hat eigentlich nur Epo genommen, weil da hat schon so eine Leistungssteigerung gemacht, wo man wirklich auch grosse Rennen hat können gewinnen. Und ich sage jetzt, Epo allein vielleicht, ist jetzt schwer zu sagen, schätzungsweise 10% Leistungssteigerung gemacht. Und wenn man andere Mittel genommen hat, Anabolika, Wachstumshormon und so Sachen, dann hat vielleicht noch 0,5% ausgemacht. Also ich glaube nicht, dass man einen grossen Vorteil hatte, wenn man jetzt das Risiko eingegangen ist und härtere Mittel genommen hat. Okay. Haben Sie das Gefühl, jetzt zum Beispiel ein Fahrer wie ein Indurain und nachher sicher ein Armstrong, hätten die diese Leistungen können abrufen können, so x-mal Tour de France gewinnen, wenn es nicht dopt gewesen wären? Also ich glaube, wenn alle nicht dopt gewesen wären, hätte Armstrong genau gleich 7-mal Tour de France gewonnen und die Indurain hätte sie auch 5-mal gewonnen. Also es gibt nicht andere Sieger, ob niemand dopt ist oder ob alle dopt sind. Weil eben grundsätzlich, wenn wir Velofahrer beschlossen hätten, wir hören alle auf, wären die Resultate genau gleich gewesen. Aber irgendwie, da hätte man sich nicht durchringen können.